Moin, moin, meine Lieben, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Starlink für die Switch. In der letzten Folge haben wir ein bisschen Sandgrants Geheimnisse gelüftet. Machen wir immer noch. Wir suchen die Behälter hier. Nehmen wir diesen Elektro-Ding mit raus hier. Der nächste Behälter ist auf dem Turm, sagt sie. Da müssen wir da irgendwie rauf. Ah, guck mal, hier kann man rauf, okay. Da kommt der eigentlich überall rauf. Was passiert gerade? Oh, oh. Ich glaube, wir bleiben nicht ganz leicht unentdeckt hier die ganze Zeit. Hey, Judge, du bist so eine Art Weltraum-Glühwürmchen-Party im Anzug, oder? Streitest du dich eigentlich auch mal mit dir selbst? Wir sind ein kollektives Bewusstsein. Es gibt kein Ich, mit dem ich mich streite. Da drin sind 10.000 Gehirne. Und nicht ein einziges erinnert sich daran, woher man kommt oder was man ist. Das war ja gerade dumm. Ich verstehe nicht, worauf du hinaus willst. Da müssen wir rauf, dann müssen wir von der Seite darüber springen wahrscheinlich. So, lassen wir das Ding mal fallen. Mal auf. Kriegen wir hin. Dann mal hier rauf. Oh, warte. Oben rauf. Von hier aus müssen wir schnell darüber fliegen. Okay. Das war gar nicht so schwer. Das ist ziemlich weit entfernt. Für diesen Sprung muss diese alte Turbine wieder zum Laufen gebracht werden. Scheiße. Okay, wie kriegen wir die Turbine zum Laufen? Dafür brauchen wir hier Strom. Wo kriegen wir Strom her? Von dem Ding, was ich liegen gelassen habe. Behaupte ich mal. Ups. Nehmen wir mit. Die hat gleich mitnehmen können, ne? Na gut. Okay, gucken wir mal, ob wir das Ding damit zum Laufen bekommen. Uah, nicht so schnell. Okay, wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht erwischt werden auch, ne? Naja, ist Gott sei Dank nicht so schnell. Und... Nein, das war verkehrt. Noch einmal. Ich bin voll gegen die Wand geknallt. Okay, das kriegen wir aber hin, das kriegen wir aber hin. Warte mal. Bleibt er stehen? Gut, dann können wir jetzt da rüberkommen, oder? Ah, ich habe mich schon von Weitem gesehen. Wird da wahrscheinlich auch Strom reinmachen müssen. Da ist der Behälter. Equinox-Daten geborgen. 4 Behälter gibt es laut Frachtliste noch. Okay. Sam Grants Tagebuch. Betreff Callisto da Silva. Ich weiß nicht, ob ich das hören will. Aber ich will! Lauter! Callisto schaffte es vom Champion der Rushers, der Straßenrennen, bis ganz nach oben. Noch bevor sie überhaupt 16 war. In den Favelas ist sie eine Legende. Eine Legende zu sein, übt großen Druck auf einen aus. Und dieser Druck hätte Callisto beinahe alles gekostet. Oh. Alle dachten, ihre Rennkarriere wäre vorbei. Aber für Callisto war es nur eine Bodenwelle. Nur eine weitere Herausforderung. Diese Art von Belastbarkeit wollte ich in meiner Crew haben. Ich brauchte jemanden, der niemals aufgeben würde. Chase ist jetzt noch schneller als vor dem Unfall. Und stärker. Er hat sie nicht zerstört. Sie ist unverwüstlich. Es hat sie nicht zerstört. Sand Grant. Das können noch nicht alle gewesen sein. Ob wir welche übersehen haben? Unglaublich. Hat jeder in dieser Crew einen Vaterkomplex? Hey Leute, ich habe noch einen gefunden. Aber was macht er so weit da draußen? Wo ist er? Ups. So, fliegen wir mal hin. Der den ganzen Tag hinten hingelandet. Man weiß es nicht. Oh, hier. Gehen wir nochmal. Ich glaube, es ist nicht schlecht, alle Sachen hier einmal gescannt zu haben.
wollte jetzt nicht seinen Schwanz berühren. Teilscan abgeschlossen. Ich habe Angst davor, dass da irgendwas passiert. Gescannt werden, um das DNA-Profil zu vervollständigen. Da ist noch einer, den scannen wir auch mal kurz. Ich komme hier drin ins Schwitzen. Teilscan abgeschlossen. Mehr Exemplare müssen gescannt werden, um das DNA-Profil zu vervollständigen. Okay, das Wasser ist also sehr, sehr warm. Kann ich jetzt nicht so lange drin fliegen. Haben wir schon? Sollen wir die auch nochmal scannen hier? Machen wir. Teilscan abgeschlossen. Mehr Exemplare müssen gescannt werden, um das DNA-Profil zu vervollständigen. Gerade. DNA-Profil abgeschlossen. Fauna identifiziert. Ja, aber während wir das machen, suchen, fliegen wir schon mal in Richtung des anderen Behälters. Was ist das hier? Diese leeren Skylobitentanzer bewegen sich Berichten zufolge ganz von allein. Okay. Vielleicht sind es Bakterien, die sich darin sammeln, aber wer weiß. Irgendwie ganz interessant, sich den ganzen Planeten so schon anzugucken. Auch was es hier so gibt in der Flora- und Fauna-Welt. Starlink-Datenbank aktualisiert. Ups, da sind wir wieder. Ja, schon gescannt, ne? Dann machen wir nochmal. DNA-Profil abgeschlossen. So. Fauna identifiziert. In die Richtung. Hui! Das ist ein Säbelschnabel. Ich muss sagen, der Name gefällt mir. Ihre Hörner sind angeblich härter als Diamant. Okay, eine kleine Kettenreaktion hier. Eigentlich so gemeint, aber... Oh, hier. Einer weniger. Komm. Hey, hör auf damit. Runter mit dir. Die Musik schockt, ne? Nämlich so eine Oldschool-Mucke. Was ist denn da drin? Vor Jahrhunderten versuchte ein betuchter Prospektor namens Sitch, allen die Abbaufelder auf Kirit zu klauen. Vielleicht hätte er es geschafft, doch dann kam die Wiedererweckung. Dass er irgendwas alles zerstören soll, wir machen es einfach mal. Das gibt ja Geld und man kriegt ein paar Boost-Sachen. Da. Hey, du Mistviech. Ach, guck mal, jetzt haben wir das ganze Station erobert. Okay, das kann man also auch machen. Natürlich cool. Das hier sieht doch aus wie eine Sprungschanze da, oder? Habe ich falsch geguckt? Ach, guck mal, jetzt sind die... Ach, jetzt bauen sie die Station hier wahrscheinlich auf. Unsere Prospector-Verbündeten haben eine Ladung Elektrum geliefert. Zur Erinnerung, Artefakte aus der Ära des Elektrumrausches sind bei Prospector-Siedlern heiß begehrt. Ja, bloß ich... Kann man den irgendwo reinsetzen, den Luftfilter? Gucken wir mal, ob wir den irgendwo reinpacken können. Den wirklich irgendwo reinsetzen. Hier irgendwo so eine... Noch weiß ich es nicht.
Ich finde ich das ja nochmal unterwegs. Na gut. Lassen wir den Behälter mal hier. Und. Wir übernehmen hier jetzt. Okay, super. Gut. Fliegen wir hin, wo wir hin wollen. Ne, nach Haven wollen wir nicht. Wir wollten weiter die Behälter sammeln. Um mehr Geheimnisse herauszufinden. Da hinten ist er. Bereich zumindest schon mal. Ich scanne mit voller Kraft. Kommt noch eine Frucht raus. Ziel wurde erfasst. Und jede Menge brennende Trümmerteile. Ein Outlaw. Der kleine Kerl hier wollte mit unserem Behälter verschwinden. Oh, irgendjemand hat ihn zerstört, würde ich sagen. Equinox-Daten geborgen. Drei Behälter gibt es laut Frachtliste noch. Oh, dachte, jetzt kommt keine Geschichte. St. Grants Tagebuch. Betreff Levi McCray. Treffer! Bin ich die Einzige, die diesen Behälter lieber nicht finden will? Levi hat online Millionen von Followern. Und er hat sich jeden davon verdient. Wenn er einen Gipfel erklimmt, wenn er etwas erreicht, was niemand sonst kann, teilt er diese Erfahrung. Levi kann uns die Welt zeigen, wie er sie sieht. Und er macht das ohne jede Furcht. Levi ist außerdem ein verwöhnter kleiner Balk, der sich auf mein Schiff geschlichen hat. Er kennt die einfachsten Verhaltensregeln nicht. Seine Besessenheit von Selfies ist das perfekte Beispiel für zwanghaften Narzissmus. Aber ich hätte nie gedacht, dass Levi sich als so ein Glücksfall für unsere Crew erweisen würde. Ohne ihn würde der Equinox etwas Wichtiges fehlen. Ich werde den ersten und den letzten Teil davon posten. Ich weiß, was diese Daten euch allen bedeuten. Aber wir sind der Forschung noch keinen Schritt näher. Weiß zufällig jemand, wer dieser Möchtegern-Dieb ist? Ich glaube, ich weiß, wie wir die übrigen Behälter finden. Scanne mal das Wrack. Okay, machen wir. War das Wack jetzt hier vorne? Dieser Antrieb verfügt über Upgrades der Medusa-Klasse. Das kann sich nur eine Bande auf Kyreed leisten. Du bist denen schon mal begegnet? Ich hatte schon mit ihnen zu tun. Ist nicht so gut gelaufen. Ich markiere ihr Versteck auf der Karte. Sehr gut, mach Vielen das mal. Vielen Dank, Shade. Oh, aber gerne, aber gerne. Okay. Fliegen wir da mal hin? Oh. Warte, ich darf mich hier schon schön durchschleichen. Das Ding fliegt sich einfach total geil, ich weiß auch nicht. Macht wirklich Spaß. Ich will in die richtige Richtung fliegen. Scheint niemand da zu sein. Sie suchen wahrscheinlich gerade einen Käufer. Diesen Typen geht es nur ums Geld. Wow, wie seid ihr bloß miteinander klargekommen? Ah, hier. Equinox-Daten geborgen. Zwei Behälter gibt es laut Frachtliste noch. Gucken, über wen wir jetzt ein Geheimnis erfahren. St. Grants Tagebuch, betreff Severum Barr. Gerüchten zufolge wuchs Severum in einer Gesellschaft auf, die Wert auf Angepasstheit legt. Bedingungsloser Gehorsam gegenüber der Autorität, Respekt für Recht und Ordnung. Sagen wir einfach, es hat nicht geklappt. Severum ist die geborene Piratin und Diebin. In kurzer Zeit hatte sie eine Crew, ein Schiff und einen neuen Namen. Shade. Aha. Shades Ehrgeiz wurde ihr zum Verhängnis. Sie hat eine große Ladung Elektron gestohlen. Es war der größte Raub auf dieser Seite der Plejaden
Doch das war eine Nummer zu groß für sie. Als ich Shade traf, lebte sie noch das Leben einer Kriminellen. Sie hat klar gemacht, dass sie jetzt alleine arbeitet. Ich vermute, dass Shade hinter all der Wut und dem Hohn ihr größtes Geheimnis verbirgt. Sie will nicht, dass irgendjemand erfährt, dass sie eigentlich ein gutes Herz hat. Oh. Shade, stimmt das? Unmöglich. Ich habe kein Herz. Oh, okay. Probe-Vampire, beschützt den Lagerraum! Oh. Nicht zu fassen, dass ihr euch immer noch so nennt. Probe-Vampire ist ein cooler Name. Moment. Shade? Wir haben dich doch auf Haven zurückgelassen. Das habt ihr. Und zur Info, den ersten Verrat vergisst man nicht. Ah, erwischt! Planet ist ohne diese Penner besser dran. Oh ja, das war besser als jede Therapie. Und hier ist unser Geschenk. Eine Schiffsplatine. Der perfekte Schlüssel für einen Lagerraum. Wo der Lagerraum ist? Diese Kabel müssen irgendwo hinführen. Du hast die Energie zu einer dieser Türen umgeleitet. Sieh dich da drin mal um. Cool. Aber man kann schon ein paar Geheimnisse, hat das schon alles hier, ne? Das ist schon cool gemacht. Lustigerweise sind die Augen genauso, wenn man so anguckt, zurückgeht hier und nach oben guckt, sind die Augen genauso die Farbe, die die Truhen haben bei Zelda, wenn du einen Außenposten angreifst. Irgendwie witzig. Ups, wollte eigentlich nur rein, nicht reinfliegen. Diese Kerle sind echt paranoid. Genau, mein Fehler. Ich habe damals ihren ganzen Kram mitgehen lassen. Zweimal. Plünderst du alle aus, denen du begegnest? Sie haben angefangen. Was? Ist da etwa kein Vertrauen da? Wollen den wieder kein mitnehmen? Stück. Gut, da lernt jemand schnell. Oder ist das Ding dann zu? Okay, das also bringt Shade. Nichts. Oder sollte ich Zevrim sagen? Darf ich dich Zev nennen? Wenn ich dich dafür aus der Luftschleuse werfen darf? Du kannst es jederzeit gerne versuchen. Okay, das Ding ist drin. Dann brauchen wir noch irgendwas, um die Tür aufzubekommen. Wo finden wir das? Noch irgendwas hier rumliegen, ne? Da hoch irgendwo? Öffne die zweite Lagerraumtür. Ja, wie soll ich die öffnen, ihr Hyopais? Brauchen noch mehr Strom dazu. Hat man noch mehr rum? Nee, ne? Da hinten ist noch irgendeiner. Oh, vielleicht da. Feindliche Kräfte sind im Anflug. Hilfe, kann irgendjemand mein Observatorium retten? Oh, Hilfe! Da hört sich aber ein bisschen merkwürdig an, der Gute. Wir haben ein Outlaw-Versteck ausfindig gemacht. Ich habe es auf die Karte geschickt. Ah, super. Außenposten verteidigt. Ich bin bereit. Keine Feinde im Bereich. Gute Arbeit. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Oh, gerne. Hi. Tut mir leid, wenn ich zerstreut wirke. Aber ich bin nun mal der brillanteste Geist diesseits von Andromeda. Dieses Upgrade wird unsere Sicht stark verbessern. Okay, cool, cool, cool. So. Warum kurz mit ihm sprechen? Ich hatte auch eine Mission für uns. Ich markiere Positionen, an denen wir unsere Signale. Ich bin dabei. Nehmen wir an, aber das machen wir nicht jetzt. Wir wollen erstmal die. Welches Signal platziert werden soll. Holen Sie es und wir suchen ihm ein Zuhause. Ja, aber wie kriegen wir denn jetzt die zweite Tür auf, ist die Frage. Muss da noch irgendwo was Strommäßiges liegen? Nehmen kritischen Schaden! Da haben wir ja nichts für. Also wir brauchen noch irgendwas, was wir da reintun können. Okay, wo finden wir das, ist die Frage. Wo finden wir das? Das müssen wir auf jeden Fall noch suchen.
Hier geht ja noch ein Stromkabel längs. Da. Fehlt auch was, okay. Wo geht denn das Stromkabel? Das geht da rein. Warte mal. Wir haben da die Tür aufgemacht, okay. Was ist denn, wenn wir den auf der anderen Seite reinstecken? Vielleicht finden wir noch so ein Gerät denn. Machen wir mal, pass auf. Mal raus. Auf die andere Seite fliegen. Dieser Ort steckt voller Überraschung. Vielleicht finden wir dadurch ja jetzt irgendwas oben benutzen können. Wenn wir da oben reinkommen, das kommen wir wahrscheinlich nur durch diese Sprungschanze hier. Oh! Nicht drinne? Ja. Zwei Türen, zwei Leitungen. Du bist auf der richtigen Spur. Hier gibt es ja noch mehr drin. Nee. Gut, hier ist die zweite Leitung. Die bringen wir jetzt hier drüben an. Und holen uns die andere Leitung jetzt von da drüben wieder. Das ist so ein bisschen verwirrend alles hier, ne? Weak. Und hier rein. Yes, komm mit. Und wieder raus. Und das packen wir jetzt dort rein. Da müssen wir doch da reinkommen. Laser? Im Ernst jetzt? Was ist das denn für ein Scheiß? Wir müssen einfach durch, müssen einfach so durchfliegen. Oh. Die Vampire haben gut für sich gesorgt. Okay, okay. Einen Behälter gibt es laut Frachtliste noch. St. Grants Tagebuch. Betreff Judge. Vor Jahren, es kommt mir heute vor wie in einem anderen Leben, forschte ich in der Antarktis. Eines Nachts fiel ein Stern vom Himmel. Es war ein Klumpen hohen Elektrons und darin befand sich eine fremde Spezies. Tausende individuelle Kreaturen, die als ein einzelnes Kollektiv existierten, und sie lagen im Sterben. Ich baute ihnen einen Schutzanzug und gab ihnen einen Namen. Judge. Judge konnte sich nicht daran erinnern, woher er kam oder wer er überhaupt war. Aber er half mir, eines der größten Mysterien des Universums zu knacken. Die Kraft des Nova. Mit Nova erschuf ich das erste Equinox-Programm und begann die Suche nach Judges Heimat. Bei meiner zweiten Expedition traf ich eine Bion-Forscherin namens Hespera Thorne. Sie erzählte mir Dinge über Judges Spezies, auch bekannt als der Schwarm, die ich nicht glauben konnte. Oder vielleicht einfach nicht glauben wollte. Sie bat mich um meine Hilfe dabei, ihre Forschung abzuschließen. Ich sagte nein. Doch fast hätte ich mich anders entschieden. Ich muss zugeben, nachdem ich Hespera getroffen hatte, sah ich Judge nie wieder im selben Licht. Mein letzter Stand ist, dass ich schon im Atlas-System ist, in der Welt von Wireless. Vielleicht werden sich unsere Wege noch einmal kreuzen. Oh, das denke ich bestimmt. Bin ich der Einzige, der sich wundert, dass St. Grant sie nie erwähnt hat? Judge, kennst du Dr. Thorne? Ich habe Dr. Thorne vor 12 Jahren mal getroffen. Ich wusste nicht, dass sie gemeinsam geforscht haben. Jetzt wird es spannend. Leute, der Frachtliste zufolge fehlt noch ein Behälter. Haltet die Augen auf, er ist irgendwo da draußen. Okay, Equinox, wir sind ja fertig. So. Also, wir brauchen den nächsten. Wo kann der sein? Spielt die Hauptkampagne weiter, um fortfahren zu können. Okay, ja, aber das ist noch ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es wird spannend bleiben und ja, bis dann. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch mal einen Daumen da oder ein Abo, das wäre super. Vielen Dank, bis dann, tschüss.